Tja, willkommen zurück zum sechsten Part unseres Let's Plays. In diesem Part stellen wir uns den hier, das ist Akro. Und Akro hat seinen Namen daher, dass jemand der Meinung war, dass es sehr amüsant ist, hohe Charakter zu schreiben. Und wie ich merke, haben wir den ersten Teil hier sogar schon sehr leicht mit unserer Spezialfähigkeit abgearbeitet. Ja, nicht treffen lassen. So, nun folgt der zweite Teil. Wir schwimmen hier nach oben. Was an sich nicht sehr interessant ist. Und da schwimmt Akro. Er wird von Sturmangriffen fliegen, schwimmen. Na, ihr wisst, was ich meine. Und ich bin tot. Ey. Allen Anschein nach hatte ich die Lebensanzeige nicht im Blick. Nun ja, was soll's. Kombinieren wir uns schnell nochmal die Ninja-Sterne zusammen. Mit denen ging's ja ganz einfach. Tja, das ist nun mal das Problem, wenn man keinen Überblick darüber hat. Das passiert, wenn man keine Lebensenergie sieht. Egal, wie gesagt, der erste Teil ging ja ganz schnell. Er sinkt zu Boden und wir hauen ab, weil selbiger einstürzt. Im Übrigen, für die, die es wissen wollen, wenn wir jetzt unten aus dem Bild kommen, sterben wir wie bei so ziemlich jedem Kapital. Ich muss ja wieder zum Sturmangriff kommen. Genau. So, und jetzt ist er endgültig besiegt und wir kriegen unsere Kristallscherbe. Irgendwo ganz hier oben. Da. Und wir betreten den Neo Star. Im Übrigen, auch wenn es nicht so aussieht, in diesen Dungeon, oder Dungeon sage ich schon fast, dominieren Fallen, welche sich hier zeitweise einfach im Boden verstecken. Oder wie hier offen sind. Ich glaube, hier müsste eine sein. Genau, dort wo der Stern ist, ist deine. Deswegen schweben wir hier ganz vorsichtig hin und hauen gleich ab.
Nun, hier ist wieder eine Kletterpassage. Wir klettern diesen Ranken hoch, springen hier hoch, springen hier hin, erzielen so ein explosives Ding und schon sind alle glücklich. Und irgendwie stelle ich mich gerade etwas ungeschickt an. Keine Ahnung, ist hier oben was? Nö. Gehen wir hier rein und wir treffen auf dieses Vieh. Und, ach ja, jetzt kommt eine der schönsten Stellen hier drin. Die Beweis, dass Kirby immer noch ein Jump'n One ist. Denn wir jumpen und, na, rennen tun wir noch nicht. Wie gesagt, jumpen tun wir. Und wir haben sogar die Passage ganz gut überstanden und kommen zum Endgegner, den wir einfach sprengen. Sehr unspektakulär, ich weiß. Ja, auch hier sollte man wieder beachten, nirgends runterzufallen, möglichst die Jump'n'Run-Passagen überstehen und nicht zu lange hier drauf vorbei. Und wir hätten einen Super Lolli. Und sind durch, haben keinen einzigen Kristallspieler gefunden. Wie, nun ja, unangenehm. Aber ich weiß jetzt ohne Wund vor lauter Schreck nicht, wo die sind. Ehrlich jetzt nicht. Also, deswegen bis zum nächsten Mal, euer Dark.